Herzlich willkommen zur Vorstellung von Smart Process Gating, der platzsparenden Zugangssicherung an Förderstrecken. Mein Name ist Jörg Packeiser. Ich arbeite im Bereich Corporate Marketing und bin dort für die Produkte der Arbeitssicherheit zuständig. Heute möchten wir Ihnen das neue Smart Process Gating Verfahren vorstellen und dort die Vorteile und Funktionsweise dieses Verfahrens präsentieren. Das Besondere an diesem Verfahren ist, dass keine zusätzlichen Triggersensoren seitlich vom Sicherheitssensor notwendig sind. Dies erlaubt ein besonders platzsparendes Anlagendesign und erhöht gleichzeitig die Zuverlässigkeit der Zugangssicherung. Was ist die Grundidee dieses Verfahrens? Wie üblich benötigt man eine gesteuerte Überbrückung des Sicherheitssensors, um den Materialtransport zu ermöglichen. Dazu verwendet Smart Process Gating zwei Signale. Das erste Signal, S1, wird als Steuersignal von der SPS bereitgestellt. Das zweite Signal, S2, wird durch die Triggerung des Sicherheitslichtvorhangs erzeugt. Schauen wir uns dies an einem Beispiel an. Hier sehen wir, wie das Schaltsignal erzeugt wird und die Palette den Sicherheitslichtvorhang passiert. Während der gesamten Passage bleiben die Sicherheitsschaltausgänge aktiv. Was passiert, wenn eine Person versucht, in den Gefahrenbereich einzudringen? Das werden wir hier simulieren. In diesem Fall wird Smart Process Gating die Person erkennen. Die Sicherheitsschaltausgänge schalten ab und die Anlage kommt zum Stopp. Wie sieht das Funktionsprinzip und der Signalverlauf aus? Zuerst wird das Steuersignal S1 erzeugt. Zu diesem Zeitpunkt darf sich das Transportgut nicht mehr als 200 mm vom Lichtvorhang entfernt befinden, um ein mögliches Durchschlüpfen einer Person zu verhindern. Außerdem darf das Steuersignal nicht mehr als 4 Sekunden vor Erreichen des Sicherheitslichtvorhangs erzeugt werden, da dies durch den Sicherheitslichtvorhang zeitlich überwacht wird. Sobald das Transportgut den Lichtvorhang erreicht, wird die Gating-Funktion aktiviert. Das Ende des Gatings wird automatisch über eine festgelegte Zeit oder durch aktives Zurücksetzen des Steuersignals beendet. Die Betriebsart partielles Gating bietet besonders für Anwendungen in der Automobilproduktion weitere Vorteile. Der Unterschied in der Betriebsart partielles Gating liegt darin, dass die oberen Strahlen des Sicherheitslichtvorhangs fortlaufend aktiv bleiben. So können zum Beispiel die Pendelklappen durch diese Sicherheitsstrahlen zusätzlich überwacht werden. Dies spart die sonst notwendigen Sicherheitsschalter und deren Verkabelung ein. Auch dies schauen wir uns am Modell an. Wir sehen hier exemplarisch die Automobilkarosserie und die Pendelklappen, die am Modell montiert sind. Ich starte jetzt den Ablauf. Man sieht, wie auch hier die Automobilkarosserie mit Smart Process Gating den Sicherheitssensor passieren kann. Was passiert, wenn eine Person versucht, über die Pendelklappen in den Gefahrbereich einzudringen? Die Karosserie kann wie gewohnt ganz normal passieren. Wenn eine Person die Pendelklappe nun öffnet, wird durch die Überwachung der oberen Strahlen hier die Sicherheitsfunktion ausgelöst und das Sicherheitssignal abgeschaltet. Fassen wir die Vorteile von Smart Process Gating noch einmal zusammen. Da keine Muting-Sensoren erforderlich sind, erlaubt dieses Verfahren ein besonders kompaktes Anlagendesign. Da keine Triggersensoren notwendig sind, verringert sich gleichzeitig der Installationsaufwand. Das System verfügt in der Praxis über eine hohe Verfügbarkeit und optimalen Manipulationsschutz für das Betriebspersonal. Vielen Dank für Ihr Interesse. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite. Auch unsere Vertriebsansprechpartner stehen Ihnen für weitere Fragen gerne zur Verfügung.